よければチャンネル登録もよろしくでごわす。Hallo Koski und willkommen zurück zu Mario Party Superstars. Das letzte Mal habe ich das fünfte Brett abgeschlossen und wurde leider nur Dritter. Ich hatte wirklich sehr viel Pech dort. Und ja, das ist das neue Ladebildschirm von den Horrorland. Mario, Donkey Kong, Peach und Yoshi werden erstmal von den Boohoos gejagt. Okay, waren Luigi auch. Andernfalls nicht mehr so direkt. Und wie ich da hinten sehe, rechts tanzen Rosalina und Waluigi und Daisy applaudiert und ich weiß nicht, was da Birdo macht. So. Ich habe das letzte Mal Mario Party Modus abgeschlossen und heute kommt der Minispieleberg. Ich bin gespannt, was mich dort erwartet. Bitte an Bord gehen, der Schiff ist zum Ablegen bereit. Heute spiele ich mal mit Yoshi. Luigi ist dabei, Rosalina und Daisy. Ja. Also ich habe vorhin schon kurz da getestet, wie der Minispielberg aussieht. Deswegen konnte man schon die Charaktere so aussuchen. Denn es gibt hier verschiedene Modis. Und deswegen wollte ich ja gucken, was mich da so ein bisschen erwartet. Also ich habe jetzt nur nicht die ganzen Modus angeguckt, sondern halt wie der Modus aufgebaut ist. Willkommen auf dem Minispieleberg. Freie Wahl haben wir, Teammatch, Trio-Herausforderung, Sport und Puzzles oder Puzzles, Superserie, Tagesherausforderung, Münzkampf. Okay, dann beginne ich mal mit ganz links. Sport und Puzzles. Genieße Sportspiele oder probiere die bei der Punktejagd an Puzzlespiele. Andernfalls klingt es so, als würde es ewig dauern, deswegen werde ich das überspringen. Super Serum. Nur ein Spieler kann online spielen, kann ich leider nicht, tritt gegen Spieler aus der ganzen Welt an, um eine lange Siegesserie zu versuchen. Ich kann nicht spielen, weil ich nicht diesen Art Nintendo Abonnent habe. Deswegen kann ich da quasi jetzt nicht online spielen. Auch wenn ich bezahle schon für Internet schon. Also jetzt für hier mein privaten Internet halt schon Geld. Und dann soll ich quasi nochmal für einen Abonnent in Anführungsstrichen Geld bezahlen? Oder halt nochmal ein Internet bezahlen? Deswegen kann ich das leider nicht zeigen. Tagesherausforderung. Nur ein Spieler kann online spielen. Och man. Du kannst eine bunte Mischung nach Themen sortierter Minispielepakete spielen. Schade. Zwei fallen raus. Münzkampf. Schnapp dir so viele Münzen wie möglich. Gewinnt, wer die meisten ergattert. Ja, bleiben wir bei 5 Runden. Stark. Warum ist das schon ein Rekord? Bestimmt mein Kumpel gespielt, schon mal. Durch Minispielsiege kannst du dir hier eine Menge Münzen verdienen. Da beginnt jetzt der Münzkampf. Hier ist das erste Minispiel. Nachdem alle für ein Minispiel abgestimmt haben, wird eines ausgelost. Also ich kann weder... Also die beiden Spiele... Meine Spiele hatte ich noch gar nicht gehabt. Wie Alpost gerade. Gut. Sammle die herunterfallenden Briefe auf und gib sie dem Shy Guy. Bewegen, abliefern. Okay. Jetzt hau doch nicht ab, du Hans. Oh, ein Liebesbrief? Ich glaube, der gibt mehr Punkte. Oh, ich habe gewonnen.
Das ist sehr gut. Ich nehme lieber Arena der Finsternis. Ich habe keinen Bock auf Grummerzählung. Mann, ich habe gesagt, ich habe keinen Bock darauf. Wenn Rosalina und Luigi auch 31 haben, dann kann es nur so sein. Also kann es nur viele, so viele sein, oder? Jawohl. Denn ich weiß, bei einmal hatte ich mich einmal zu viel geklickt, dann habe ich den extra den nächsten weggelassen. Aber es war diesmal einfacher, fand ich. Tut mir leid, Daisy. Du hast alle Münzen behalten, die du im Spiel verergatterst. Oh, cool. Hammerwerf nehme ich. Ja, ey. Oh, was soll denn der Scheiß? Nein, ich bin dumm! Ich habe ganz Zeit auf Luigis Paket geachtet! Oh nein! Oh, ich dachte, ich wäre Luigi oder ich dachte, ich wäre dort! Ich hatte den Rechtsstaat weggemacht und geht in Führung. Ja, toll. Wegen meiner Dummheit auch. Fahren wir mit dem nächsten Minispiel fort. Raus aus dem Haus. Hatte ich noch gar nicht gehabt. Und ich habe dieses... Ja, Panzerschlacht hatte ich glaube ich auch noch nicht gehabt, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Doch, das hatte ich schon mal gehabt. Gut, dass sie war, dass keiner auf mich fixiert war. Bonus-Minispiel. Meine Nase kette. Dann steht nun das letzte Minispiel an. Die Anzahl der Münzen, die du hier abkassiert, wird verdoppelt. Oh. Wetten, kommt das mit den beknackten Kettenhund? Es war mir so klar! Gut, ich habe gerade festgestellt, zuerst kommen dreimal die Blasen, dann viermal. Ich glaube, das verdoppelt sich immer wieder.
Oder ist doch random? Hm, klar. Ist ja nicht so, dass ich schon losgelassen habe. Vor allem, er braucht wirklich 1000 Jahre, um sich zu verstecken. Ja, damit hat sie gewonnen. Weil unbedingt dieses beknackte Minispiel rankommen musste. Ich hätte es fast geschafft. Meine Rosalina hat gewonnen, das wissen wir. Durch Beschiss in meinen Augen. Ja, toll, um 11. Wähle ein beliebtes Minispiel aus, das du spielen möchtest. Achso, okay. Also man. Teammensch, bei 2 vs 2 Minispielen kommt es zum Duell zwischen zwei Zweier-Teams. Ja, spiele ich den. Ich lasse das mal so, wie es alles gerade geregelt ist. Gewinne mit deinem Partner dreimal, um den Gesamtsieg zu holen. Welches Team wird wohl gewinnen? Wählen wir erstmal ein Minispiel aus. Höhlensprint. Müssten wir hinkriegen. Im letzten Brett hat sich das ja gewonnen. Hallo! Das zweite Mal war mein Fehler gewesen. Ich habe da versehentlich in die falsche Richtung gedrückt. Sieg NDL. Abgekürzt für Niederlage. Lass mir Rosalina das nächste Minispiel auswählen. Ja, natürlich. Wieso reagiert es am Ende nicht, Mann? Wieso muss aus dieses beschissene Minispiel rankommen? Ich weiß nicht, ob wir schon das erste hatten, aber ich wähle das nicht. Yeah.
Klar. Ja, Mann, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Es reicht doch langsam. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nicht verlieren kann oder sonst irgendwas, sondern die Steuerung hat einfach nicht das wieder gemacht, was es machen sollte. Wieso überspringe ich jetzt den ganzen Text? Wer hat sich jetzt ausgesucht? Luigi oder ich? Ich glaube, Luigi war's. Ja, wenigstens muss ich nur lenken. Meine Fresse, Alter. Es nervt einfach nur noch. Hallo, Lenke. Oh, es lenkt nicht so, wie es lenken soll. Wir haben trotzdem gewonnen. Und das ist sogar noch ein neuer Rekord. Wäre noch viel besser gewesen, wären wir jetzt nicht einmal getroffen worden. Und hätte ich auch den letzten Beschleunigungskreis bekommen. Daisy ist dran. Ich glaube, wir verlieren das. Ach, halt's Maul. Ich habe das Gefühl, dass wieder das Spiel wieder genau wieder unbedingt die CPUs wieder unterstützen muss. Deswegen kamen auch beschissene Minispiele ran. Oder die zur Auswahl waren. Trotzdem Glückwunsch für die beiden. Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Wir sind schon am Ende angekommen. Ist fast bei 20 Minuten. Ich hoffe, euch hat trotzdem dieser Part gefallen. Für mich... Ja, ich habe keine Worte mehr dazu. Für mich ist es nur enttäuschend, dass das Spiel... wieder der Meinung ist, mal wieder die CPUs zu unterstützen und nur noch Minispiele rankommen, die halt für die CPUs gut sind. Aber naja, man hat eben verloren, dann sei es so, man kann nichts ändern, das ist geschehen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an dieser Folge. Ihr könnt mich gerne unterstützen mit einem Like oder mit einem Abo, das würde mich tierisch freuen. Ansonsten deabonniert die anderen und abonniert dafür mich, dann bleibt es alles frisch. Ansonsten Tschüss, Kostüm, bis zum nächsten Mal.